Läuft. Hallo zusammen. Mein Name ist Oliver. Ich bin Teamleiter im Bereich Kundenberatung und Training. Das ist mein Model, der Sven, ebenso Teamleiter im Bereich Kundenberatung und Training im Center Brunnthal. Wir zeigen euch heute aus dem Modul Training das Der Fit Workout. Bestehen aus 5 Übungen, 3 Durchgänge und wir machen das Ganze jeweils eine Minute. So, der Sven legt los. Ich erkläre euch die Übungen. Wir beginnen mit Wechselsprüngen. Jawohl, ihr richtet euch, ihr macht euch die Geschwindigkeit selbst, links, rechts, das Ganze immer im Wechsel gesprungen, die Arme schön mitnehmen, Oberkörper aufrecht, der Blick geht natürlich nach unten. Jawohl, sehr gut. Das Ganze über 60 Sekunden, danach folgt die nächste Übung, es sind Ausfallschritte. Dazu stellt ihr euch seitlich auf die Treppe, schaut, dass ihr mittig platziert seid, dass ihr nach vorne und hinten Platz habt und geht dann mit der Belastung auf dem unteren Bein nach unten. Als Ausgleich nehmt ihr die Arme nach vorne und geht tief in die Kniebeuge. Das Ganze macht ihr 30 Sekunden und wechselt nach der Zeit die Seite, dreht euch um, sodass ihr gesamt eine Minute habt in dieser Übung. Auch hier wieder schön tief gehen, Arme nach vorne nehmen zum Ausgleich. Sehr gut, Sven. Als nächstes kommt die Koordinationsleiter. Das Ganze machen wir über 2 Stufen. Kleine, schnelle Trippelschritte. Wichtig bei der Übung, ihr nehmt nur 2 Stufen, wenn ihr euch wirklich sicher seid. Wenn ihr euch unsicher fühlt, dann macht ihr das Ganze nur auf der ersten Stufe. Es geht dann auch wesentlich schneller, wie das Sven gerade zeigt. Auch hier nehmt ihr die Arme mit, Blick geht nach unten, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Und natürlich wieder 60 Sekunden. Jawohl, sehr schön, Sven. Als nächstes stützt ihr euch auf der Treppe ab und macht den diagonalen Mountain Climber. Das heißt, ihr geht mit dem Knie zum gegenüberliegenden Ellbogen. Dabei bleibt der Rumpf stabil, Körper ist in einer Linie und das Knie immer wieder rüberziehen. Jawohl, das Ganze könnt ihr in dieser Geschwindigkeit machen, etwas langsamer. Oder wenn es euch zu leicht ist, auch im Laufschritt. Das ist dann schon die fortgeschrittene Variante über 60 Sekunden. Sehr schön, Sven. Genauso. Und als Übung Nummer 5 haben wir noch den Deep Jump. Das heißt, ihr nutzt eine Stufe oder auch hier wieder 2 Stufen, die fortgeschrittene Variante, und geht tief in die Kniebeuge. Springt immer nach oben auf die Stufe. Wenn ihr euch hier wirklich sicher seid, springt ihr auf die zweite Stufe. Wichtig, geht aber wieder nach unten. Hochspringen, runter gehen. Jawohl. Natürlich auch wieder bei 60 Sekunden. Wenn ihr die 5 Übungen durch habt, geht es gleich weiter mit der zweiten Runde und im Anschluss mit der dritten Runde. So habt ihr ein tolles 15-Minuten-Workout für Koordination, Ausdauer, Schnelligkeit. Viel Spaß!